Sie ist ja die größte Schöpferhalle Europas. Ursprünglich wurde diese Werft gemacht 1946 von der Großarmee gegründet und wir haben ganz einfach zu demontieren. Diese reparierten Schiffe gingen dann als Reparationszahlungen an die Sowjetunion. Anfang der 50er Jahre hat die Sowjetunion diese Werft an die Sowjetunion zurückgegeben. Und die DDR hat auch dann diese Werft auf den Namen Matthias Thesen. Dieser Matthias Thesen, das war ja ein deutscher Kommunist, der 1945 AZ Sachsenhausen von den Faschisten ermordet wurde. Ihm zu Ehren brauchte man die Werke auf seinen Namen. Aber das könnte man sich denken. Die Schiffe, die man ja auf der Schiffe erkaufte, das waren sehr gute Schiffe. Man hat sich auch keine Schiffe gekauft. Nach der Wende passte nun einigen Leuten dieser Name MTW oder Matthias Thesen nicht mehr. Auch somit brauchte man sie dann einfach um. Aber um den weltbekannten Namen MTW nicht zu beschädigen, hat man sie einfach um Geld zu verkaufen. Also nach wie vor.